Wer möchte das kommentieren oder eine Frage stellen? Wenn nicht, würde ich eine kleine Bemerkung machen. Ich finde diese Modelle, die Sie vorschlagen, sehr spannend, sehr wichtig, sehr perspektivenreich. Ich finde es nicht gerecht, zum Beispiel die Daten von Herrn Thomasius da auf Epidemiologie zu reduzieren. Da steht natürlich ein biopsychosoziales Modell dahinter, dass alle, die sich damit beschäftigen, natürlich biologische, psychologische, soziale Faktoren und auch lebensweltliche Faktoren, jeder von uns hat seine Erfahrung gemacht, er ist jeden Tag mit diesen Patienten zusammen, ja, und berücksichtigt natürlich die lebensweltlichen Aspekte und zur Methodologie. Entschuldigung, das weiß ich aber. Ja, nein, aber Sie haben ja vorgeworfen, dass die anderen das nicht täten. Ja, und zur Methodologie haben Sie auch vorgeworfen, dass die anderen nicht über ihre Methoden nachdenken. Ich weiß nicht, wie es an anderen Universitäten ist. Ich vermute, dass da auch methodologisch basierte Forscher zugange sind. Bei Herrn Thomasius vermute ich es in Hamburg. Und wenn ich Ihnen von Heidelberg erzähle, wir diskutieren unsere Befunde in einem Kolleg, das eine der Säulen der Heidelberger Exzellenzinitiative ist, das Masilus-Kolleg. Da kommen Neurobiologen, Theologen, Philosophen zusammen, aus allen Fächern, auch Juristen natürlich, die genau sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und das erscheint mir deswegen so wichtig, nicht weil ich pro domo Heidelberg etwas gekränkt bin. Wir haben zum Beispiel in der Psychiatrie, in der medizinischen Fakultät, einen Lehrstuhl, Karl Jaspers, Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie, die sich genau mit diesen Fragen auf höchstem Niveau beschäftigt. Aber ich bin da nicht gekränkt, sondern ich bin verärgert. Ich bin verärgert, weil Sie mit Ihrer Argumentation diese wichtigen Befunde und die Forschungsleistungen zum Beispiel von Herrn Thomasius und anderen einfach schwächen, indem Sie sie mit einer methodologischen Kritik überziehen, die nicht greift. Wir müssen im Einzelnen schon nachweisen, zum Beispiel der ökonomische Stellenwert. Es gibt eine große Studie von Rosanna Smart, 2015. Das ist eine Ökonomin, die international eine große Reputation hat, die genau diese Kosten-Nutzen-Rechnung macht, ja, auf hohem Niveau auch mit versicherungsmathematischen und sonstigen Bedingungen. Also ich finde, wenn man sagt, alles hängt mit allem zusammen und wir müssen multiperspektivisch denken, ist das sehr wichtig, ich finde es auch gut, aber es ist ein bisschen, ja, für mich fast ärgerlich, dass Sie damit die Befunde von anderen, die nun mal hier da sind, Psychoserisiko zum Beispiel, jetzt nur noch mal ein Passproton, die sind nun mal da und ich finde nicht schön, wenn man die methodologisch wegdiskutiert. Aber vielleicht gibt es andere. Möchte ich schon was dazu sagen? Also erstens, Sie haben mich gründlich missverstanden. Das bedauere ich, das liegt vielleicht an mir, aber vielleicht auch an Ihnen. Ich habe Herrn Thomasius nicht angegriffen. Also ich glaube, ich hoffe, dass er sich nicht angegriffen gefühlt hat. Ich habe seine Daten nicht diskreditiert. Ich habe auch andere Kollegen nicht diskreditiert. Und ich habe nur gesagt, Methodologie, ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstanden haben, soll es aber sein, es gibt keine Methodologie der Neurowissenschaft. Sie haben keinen, wenn Sie ein Buch aufschlagen, ich lehre das auch und habe selber in der Hirnforschung gearbeitet, und schauen, erstes Kapitel, die Nervenzelle. Es ist aber nicht die Frage, was lernen wir von der Nervenzelle, was macht sie, welche Bedeutung hat das für die Cognitive Neuroscience und der Logos über die Methoden, also das Nachdenken über die Methoden, finden Sie dort nicht. Das ist das, es geht aber nicht um die Diskussion der Technischen. Ein Paper, ja. Eric Kandel, Nobelpreisträger, ja, schreibt ein Paper nach dem anderen genau über diese. Es ist überall diskutiert. Gut, dann habe ich mich einigen. Methodologie habe ich definiert, ist Wissenschaftstheorie. Herr Kandel schreibt darüber nichts. Ein sehr geschätzter Kollege. Und ich glaube, dass die Neurowissenschaft gut tut, zum Beispiel, wenn sie sich ihrer methodologischen Grundlagen mehr reflektiert, weil wir langsam im postfaktischen Zeitalter angekommen sind, wo wir mal dieses Bilder schauen, in verschiedenen Zeitschriften, vielen Leuten auch schon langsam zum Hals heraus sind, wo man sagt, die Neurowissenschaft inflationiert mit ihren Bildern, mit ihren Behauptungen und Segensversprechungen. Das stimmt, ich habe die Psychologie heute mit 15 Leuten 2014 das publiziert, vielleicht schauen Sie sich das auch an. Ja, im Letzteren bin ich 100% bei Ihnen, das finde ich vollkommen berechtigt. Aber vielleicht, ja. Ja, bitte. Also ich fand das mit den Kosten-Nutzen schon sehr gut. Ich hatte auch vorhin gedacht,
dass im ersten oder zweiten Vortrag, dass ja ein Nutzen ist, wenn es bei den harten Drogen weggeht, natürlich die Kosten, dass dann Jugendliche mit 16, 17 anfangen und dann gerade in ihrer Hirnentwicklung gestört werden, ein hoher Kostenfaktor ist, was natürlich sehr problematisch ist. Ich bin auch durch Ihren Vortrag nochmal dazu ermutigt worden, Herrn Leimann zu fragen, bei seinen Daten, mir ist das jetzt, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden in der Geschwindigkeit, ich habe es jetzt so verstanden, dass Sie gesagt haben, bei Cannabis gibt es auch Gewaltdelikte oder andere Straftaten, aber ich habe jetzt habe es nicht mitbekommen, ob es dort eine Kontrollgruppe gab, dass Sie Zahlen haben von der anderen Bevölkerung ohne Cannabis, ob die in einer ähnlich hohen Prozentzahl diese gleichen Delikte begehen oder sogar mehr Delikte begehen. Das war mir nicht ganz klar. Insofern, wenn ich habe das Gefühl gehabt, da gab es keinen Vergleich. Insofern könnte ich da jetzt auch gar keine Ursache für Gewaltdelikte und Cannabis, also den kausalen Zusammenhang, den kann ich überhaupt nicht erkennen bei diesen Zahlen. Das fand ich auch methodisch, dann in dem Sinne, wenn Sie es verstanden haben, kritisch. Ja, erstmal gab es bisher überhaupt gar keine Zahlen zu Cannabis im Bundeszentralregister aus. Und das ist ja etwas, was man erstmal pilotierend da reinsetzt. Klar, hinterher sind alle schlauer. Ich habe hier sicherlich 60, 70 schlauere Leute als mich hier sitzen. Ja, zerreißen das Ganze, aber man muss erstmal gucken, wie ist es überhaupt. Und daran sind wir erstmal. Und die Erkenntnisse daran haben dazu geführt, dass wir für uns nochmal gesagt haben, okay, wir gucken uns halt die Gruppe der Cannabisabhängigen an, genauer an und auch mit einer Kontrollgruppe an und beschränken uns nicht nur auf Hellfeldkriminalität, sondern auch auf Dunkelfeldkriminalität. Ich finde euphorisch Ihren Ansatz, Sie möchten also methodologisch sofort alles super hinkriegen. Das wäre auch in meinem Sinne, dafür bräuchten wir alle mehr Zeit, mehr Geld und mehr Mitarbeiter. Habe ich alles nicht, das ist gewissermaßen doing at home nach 16.30 Uhr zu Hause gewesen und ich habe mit kleinen Möglichkeiten das Maximale für mich erreicht. Vor diesem Hintergrund muss man diese Ergebnisse bitte auch einmal sehen. Es gibt halt auch Forschung, insbesondere in einem Level von, ich sag mal, Jungforschern, da würde ich mich noch zu zählen, die dann auch eben halt so arbeiten erstmal müssen, weil eben entsprechende Unterstützung noch fehlen. Ja, mir scheint es schon klar zu sein, dass man nicht immer und überall verlässliche Daten hat. Das wird keiner diskutieren. Aber den angesprochenen Kausalzusammenhang zwischen Betäubungsmittelkonsum und Straftaten, den kann ich aus staatsanwaltlicher Praxis jedenfalls eindeutig herstellen. In wie vielen Fällen das immer so ist und ob das eine Zwangsläufigkeit mit sich bringen muss, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich finde allerdings bemerkenswert, auf Ihrer letzten Folie haben Sie geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Sie aus wissenschaftlicher Sicht keine Empfehlung an die Politik geben können, was jetzt die Liberalisierung von Cannabis anlangt oder nicht? Ja, die Liberalisierung. Ja. Die Liberalisierung. Für ja. All das, was ich heute gehört habe, Cannabis beeinträchtigt das Gehirn, verursacht psychische Störungen, hat jedenfalls nachteilige körperliche Auswirkungen, beeinträchtigt die Person in ihrem sozialen Verhalten. Schüler lassen in ihren Leistungen nach. Was brauche ich? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Straftaten und Drogenkonsum, wie auch immer der nun aussehen mag, in welchem Lebensbereich und so weiter. Was könnte eigentlich dafür sprechen, Cannabis zu legalisieren? Das also, ja nicht gesagt. Ja, aber aus wissenschaftlicher Sicht habe ich jede Menge Daten doch erhoben schon. Und die sind vielleicht nicht valide, alle zusammengenommen und jeder für sich, aber in der Summe kann ich doch aus wissenschaftlicher Sicht, meine ich dann schon, eine Tendenz jedenfalls ausgeben. Für die Nicht-Liberalisierung. Für die Nicht-Liberalisierung. Aber ich hatte das so verstanden, aber das habe ich dann vielleicht nur die Hälfte gelesen. Weil wir in uns einig sind, wir finden die Leute, die Protagonisten in der Liberalisierung, die haben wenig wissenschaftliche Daten. Das ist zwar methodisch schwierig,
Aber ich habe mich sehr angestrengt, bei unserer Tagung eine entsprechende, wirklich kontroverse Tagung hinzukriegen, mit konstruktivem Klima, wo ich dafür den Kopf hingehalten hätte, dass auch die Streitthemen wieder unbeschadet auseinanderkämen. Es ist mir nicht gelungen. Nenne mir den Namen, ich nenne keinen. Und das macht mich, die Frage ist ja wirklich, ob man das ordnungsrechtlich besetzen kann. Oder was spricht dafür, was spricht dagegen? Das muss man pragmatisch diskutieren. Aber man muss es strafrecht, man muss es mit dem wissen. Wir werden heute heil rauskommen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass die Diskussion jetzt wieder genau an dem Stand ist, wo ich heute Morgen schon eine Bemerkung machen wollte. Die passt auch hier ganz gut rein. Die erklärt vielleicht auch ein bisschen den Kommentar von heute Morgen, warum wir immer auf der einen Seite die einen Argumente hören und auf einer anderen Veranstaltung dann die andere Seite hören. Ich glaube, wir müssen in der Diskussion, da sind wir wahrscheinlich gar nicht alle so weit auseinander, aber ich glaube, in der Kommunikation müssen wir sauberer trennen. Und wenn wir haben auf der einen Seite die wissenschaftliche Seite mit Drogenwirkung, mit Cannabis-Einfluss, und wir haben auf der anderen Seite die Maßnahmen der Legalprävention oder der Sanktionen, wie man damit umgeht. Wenn wir jetzt hier erstmal die Daten von heute Morgen diskutieren, dann fällt auf, was eigentlich völlig untypisch ist in der Suchtforschung. Bislang haben wir dieses Modell, eine Substanz macht noch keine Sucht, da kommt immer ein Setting dazu, eine Person dazu. Und es ist immer relativ schwer, alles auf eine Substanz zu attribuieren. Es gibt Studien, die zeigen natürlich, das bestreite ich überhaupt nicht, das finde ich auch richtig, ein erhöhtes Risiko mit Psychosen. Wir haben morgen dieses Gegenargument gehört, weltweit steigt aber die Anzahl der Psychosen jetzt nicht. Vor 2 Jahren waren wir hier auf einer Tagung, da wurde dann nachgewiesen, dass Psychose-Risiko steigt. Aber wenn wir jetzt genauer anschauen, dann steigt es nur bei denen, die ein bestimmtes genetisches Profil haben. Und dann muss man schauen, welches genetische Profil hat der Betroffene, dann ist er vulnerabel für Psychosen, wenn er das nicht hat, eben nicht. Das führt in der Diskussion sogar so weit, dass man dann sagte, in London gibt es Diskos, die machen vorher einen Drogenschnelltest oder wollen den einführen, damit man weiß, wer dann abends kiffen kann. Das sind alles Daten, die können wir ruhig diskutieren. Die Studie war mit den genetischen Profilen, die ist sicher nicht schlecht. Das genetische Vulnerabilität spielt da sicher eine große Rolle. Die gehört alles zu den Diskussionen der medizinischen Daten. Dazu gehört auch, dass wir wissen, bei Leuten mit einer Psychose oder beginnenden Psychose, die rauchen am Anfang Cannabis, um sich zu, was ja Selbstmedikation, das hat auch einen Aspekt. Die sind nicht alle verrückt, weil sie die Drogen nehmen, die haben auch Gründe dafür. Und das müssen wir alles damit rein diskutieren, damit wir da eine saubere Position beziehen. Und das ist für mich erstmal die Voraussetzung, damit wir dann weitreichende Empfehlungen an Justiz und Herr Thomas, genetischen Tests klären 3% der Varianz auf. Also mit der Disco, das wird schwierig in London. Ja, zu dem Beitrag meines Vorredners. Wir sind in der Suchtforschung doch gewohnt, mit einem multikonditionalen Bedingungsgefüge zu tun zu haben. Und natürlich spielen die Gene eine gewisse Rolle, aber es bleiben auch immer die Umweltfaktoren. Und ich meine, der Staatsanwalt aus Göttingen hat nicht nur den heutigen Vormittag, sondern auch den internationalen Forschungsstand zum Thema Auswirkungen durch Cannabiskonsum gut zusammengefasst. Wir haben im Laufe der letzten Jahre wirklich immer mehr Evidenz für die Gesundheitsschädigung, insbesondere durch regelmäßigen Cannabiskonsum. Ich denke, da wird unter einer wissenschaftlichen Perspektive keiner vorbeikommen. Und natürlich sind Studien und Aussagen limitiert. Jede Studie hat ihre Limitationen und ich kenne Herrn Tretter nun seit Jahrzehnten und weiß und schätze es auch, dass er auf diese Begrenztheit von Studienergebnissen hinweist. Ich bin Ihnen da auch überhaupt nicht böse und ich glaube auch nicht, dass Sie mit mir da in eine Kontroverse gehen wollen, und das Aufzeigen von Limitationen ist wichtig. Trotzdem bleibt natürlich eine Essenz an Evidenz bestehen. Und ich glaube, da sind sogar wir, Herr Tretter, Konsens, dass
der Cannabisgebrauch im Jugendalter absolut schädlich sein kann, vor allen Dingen, wenn er regelmäßig ist. Und da muss ich jetzt in einem Punkt Ihnen widersprechen, nämlich in Ihren anfänglichen Ausführungen haben Sie das Recht auf Rausch hier zur Diskussion gebracht, was ja spätestens dann, wenn Herr Wurth noch auf das Podium kommt, auch in den Vordergrund gedrängt werden wird. Und da möchte ich auch eine Limitation einführen, nämlich für die Population der Kinder und Jugendlichen. Hier meine ich nämlich, dass wir denen das Recht auf Rausch nicht überlassen können, weil zwei wichtige Voraussetzungen haben Sie benannt, nämlich die Risikobewertung und die Risikobeurteilung. Und da sage ich als Kinder- und Jugendpsychiater, das können Kinder und Jugendliche gar nicht leisten, weil sie erstens nicht die kognitiven Voraussetzungen dafür haben, zweitens nicht den Wissensstand und drittens nicht die Fähigkeit der Erwachsenen, in eine Metaposition zu gehen und ihr eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen, zu beleuchten und mit normativen Vorstellungen, die sie eingefordert haben, auch in Abgleich zu bringen. Das können Kinder und Jugendliche nicht. Was Kinder und Jugendliche brauchen, sind klare Ansagen, klare Botschaften, wie zum Beispiel Cannabiskonsum im Jugendalter geht überhaupt nicht, als eine Aussage. Und die zweite Aussage, Freude und Spaß in unserer Gesellschaft sind durch viele Tätigkeiten auch außerhalb des Drogenkonsums und vor allen Dingen auch von intern her möglich. Und da muss der Weg hingehen und nicht in Richtung Recht auf Rausch im Kindes- und Jugendalter. Das ist mir wichtig an dieser Stelle. Entschuldigung, ich bin voll der Meinung, ich darf jetzt auch noch was dazu sagen, aber es wäre ein Missverständnis. Ich habe nur gesagt, da ist diese Kurve und warum ist der Anstieg? Und dann habe ich nur gesagt, eine mögliche Erklärung ist das Urteil von Herrn Leskovic und die massenmediale Thematisierung. So haben wir das mal eine Zeit lang erklärt. Dann war aber die Frage dieses Gipfels und das spontane Wiederabklingen. Mir ging es darum, was sind hypothetische Kausalfaktoren, dass die Jahresprävalenz variiert, also Stichwort zeitfrei, aber nicht inhaltlich. Ich wollte nur über die Schwierigkeit einer analytischen Epidemiologie sprechen oder darauf hinweisen, aber nicht das, was ich voll unterschreibe, das ist ganz klar. Ich meine, ich habe selber mit den 16-Jährigen da Ja, Tomasius, es geht nicht nur darum, die Jugendlichen, da sind wir uns einig. Aber die Frage ist ja, was darf ein Erwachsener, was darf ich, habe ich ein Recht auf Rausch oder die Möglichkeit von Alkohol und Nikotin, diskutieren wir das ja nicht. Und ich, soweit ich das weiß, ist es ja derselbe, wenn ich aufgeklärt bin, ich schade mir, ich kann mich ja auch umbringen, also ich darf einen anderen nicht, das wird auch nicht bestraft. Und das ist ja die Frage, wo mache ich die Grenze bei den Drogen, kann ich sagen, das ist illegal, das ist der Staat, oder habe ich als Bürger die Möglichkeit zu entscheiden, zu sagen, welche Droge ich konsumiere, das ist meine Frage. Es geht nicht um Kinder und Jugendliche. Es geht auch darum, Alkohol. Wir wissen auch, wir sind aufgeklärt, wir wissen den Schaden. Es gibt viele Leute, was ich immer frage, ich bin nicht Raucher, die Raucher, die meisten sind gut aufgeklärt. Meine Kollegen, Mediziner, die rauchen trotzdem. Also ich meine, frage auch, was ist präventiv, auch tatsächlich der Hinweis auf Schaden hilfreich ist. Das ist auch eine Sache. Aber es geht auch um eine politische Diskussion. Ich glaube, wir haben nicht nur eine medizinische, sondern es geht um eine politische Diskussion, was in unserem Land der Bürger machen darf, welche Möglichkeiten. Und da ist der Politiker gefragt. Der kann sich nicht nur am Wissenschaftler orientieren, sondern auch dem Bedürfnis oder Bereitschaft der Menschen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen kein Auto mehr fahren, ja, ich meine, das ist auch eine Sache, da sterben auch Menschen. Aber es ist ausgehandelt, und wenn Sie eine Umfrage machen, wird jeder von uns sagen, die Mehrheit, wir wollen weiter aus Auto fahren, auch mit dem Risiko. Und ich glaube, darum geht es, das auszuhandeln in einer Gesellschaft, welches Risiko, das haben Sie auch, man bereit ist, wenn man die Kosten-Nutzen-Analyse gemacht hat. Ich glaube, das ist nicht nur ein juristischer Aspekt, sondern da kommen eben noch andere Aspekte, die wichtig sind, um zu gucken. Und ich meine, viele stimmen ja dadurch ab, wenn man sagt, viele, die ich kenne auch viele Jugendliche, die sehen das nicht nur als kriminell an. Werden wir die dadurch noch erreichen oder kriminalisieren wir die? Das ist ja die Frage. Es geht auch darum, wie kann ich die erreichen oder in meinem Beruf, im Maßregelvollzug, wie erreiche ich meine Menschen? Es gibt große Probleme in der ganzen Geschichte. Das sehen wir durchaus, aber die Frage ist ja, wie ist der bessere Weg, das zu verändern, dass wir bessere Effekte haben, als wir jetzt haben? Ich finde die nicht gut, was wir jetzt haben. Es muss besser werden. Darum geht es. Und darum sollte man sinnvoll streiten. Und da gibt es verschiedene Bereiche, da gehören Sie dazu, da gehört die Medizin dazu, da gehört aber auch die Politik und der Bürger dazu. Ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen.
finde ich sehr wichtig. Wir haben jetzt noch zwei Voten, wenn wir die kurz machen und das andere dann in die Podiumsdiskussion hineinbringen. Sie und Sie nochmal kurze Voten und dann kommt der ein Kommentar, ein neurobiologisch-medizinischer Kommentar zu den kontroversen Diskussionen. Der Punkt 1 ist, dass Cannabis aus mindestens 80 Cannabinoiden besteht. Und wir wissen, kennen die meisten der Wirkungen dieser Cannabinoide nicht. Wir wissen von Cannabidiol, dass es möglicherweise antipsychotisch und psychotisch ist. Von Cannabidiol wissen wir aber dagegen nicht genau, könnte analgetisch sein. Und von sämtlichen anderen 8 über 70 Substanzen haben wir einfach nicht die Kenntnisse. Das ist erstmal das erste Faktor. Das zweite, was ich gelernt habe, beschäftige mich ja im Center of Neurophysiologie des Gehirns hier in Göttingen und schon seit Jahren mit den Wirkungen von Cannabis. Wir haben das Problem, dass wir sowohl protektive Wirkungen in der Hirnforschung sehen, von die über Cannabis-Rezeptoren vermittelt werden, neurodegenerative und neurotoxische. Wir können das aber im Augenblick noch gar nicht so gut trennen. Also ich könnte da viele Beispiele bringen, auf Hirnreifung, auf die Ernährung von Nervenzellen, auf kognitive Funktionen. Wir haben viele Wirkungen, zum Teil, ich habe es mir gar nicht getraut zu publizieren, wir haben es aber publiziert, neurokognitiv verbessernde Wirkung. Wir haben aber bei chronischer Wirkung gesehen, ui, da ist der ganze Effekt wieder weg. Da haben wir nur erheblich pathologische Effekte auf die Neurokognition. Und wir sind einfach in einem Stand, Wissensstand, dass wir genau diese Dinge nicht trennen können. Und dann hat aus meiner Sicht die Gesellschaft jetzt die Aufgabe, sich zu positionieren. Meine Position oder die auch vieler Neurobiologen, die sich damit beschäftigen, ist, passt auf, wir wissen noch nicht viel, wir wissen sehr viel natürlich, was die Effekte auf das junge und reife Gehirn betrifft, auch von der Neurobiologie, von der Medizin. Wir wissen, dass es mehr Psychosen geben kann und so weiter. Und wir müssen die Konsequenzen rausziehen aus unserem aktuellen Wissensstand. Aber durch diese kontroversen Effekte kommt meines Erachtens auch mit die kontroverse Diskussion zustande. Jetzt noch eine kurze Bemerkung. Ja, ich hatte nur eine kurze Bemerkung, das Aufgreifen nicht ganz so wissenschaftlich halt. Mich irritiert immer etwas, dass man den Drogenkonsum, also Cannabis, insbesondere gleichsetzt oder in einer Reihe bringt mit Nikotinkonsum oder Alkoholkonsum. Beides ist erlaubt, beides ist aber auch schädlich. Und ich frage mich, das ist jetzt mehr dann vielleicht für die spätere Diskussion, wenig wissenschaftlich eben, wenn ich denn zwei schädliche Drogen zur Verfügung habe, muss ich dann eigentlich noch den dritten Bereich eröffnen? Ist das wirklich Argument dafür, dass ich sagen kann, also Alkohol kann man trinken, Zigaretten kann man rauchen, warum ist denn jetzt Cannabis-Genuss verboten? Dann kann ich das doch auch erlauben. Also vielleicht sollte die Diskussion dann eher in die andere Richtung gehen und ich mir überlegen, muss ich den Alkoholmissbrauch nicht vielleicht auch weiter zurücknehmen? Und dann sind wir nicht das Recht des Bürgers auf seinen Rausch, des erwachsenen Bürgers. Wie grenze ich das dann am besten ein? Wie erreiche ich die Jugendlichen? Doch gewiss nicht, dass die Erwachsenen bekifft durch die Gegend laufen können, weil sie alle ihren Rausch ausleben und ich dann als bekiffter erwachsener Vater meinem Sohn aber sage, weißt du, du darfst das aber nicht. Also das wird nicht funktionieren und das sind wir dann in der gesellschaftlichen Diskussion und die ist eben etwas breiter als das Recht des einzelnen Bürgers. Das sage ich auch meinem 14-jährigen Sohn auch, dass ich gerade ein Bier trinke, aber er darf es nicht. Das ist doch nur rumzufahren. Und der Batze ist dann. Wir lassen ihn noch einen Schluss machen. Das letzte Wort. Mein letztes Wort ist, es wäre sehr schön, wenn wir die verschiedenen, wie es jetzt gesagt wird, ökonomischen, soziologischen, kulturellen, kreativitätsbetreffenden und so weiter, medizinischen, auch die therapeutische Funktion von Cannabis, wenn man das in so einem, das ist eine schöne Anregung gewesen, interdisziplinär weiter pflegen würde, das ist mein größter Wunsch. Weil, ich möchte nur etwas sagen, meine Methodenkritik zeigt ja nur, wenn Sie einen Studenten aus Berkeley haben, der irgendein Statement hier liest, von einer Bewertung einer Studie,
und der geht über seine sozialen Netzwerke und zerfetzt diese Studie, dann hat er mehr Glaubwürdigkeit als selbst der Herr Thomasius, der das wirklich gut rüberbringt. Ja? Und mir geht es darum, wenn die Wissenschaftlichkeit, die erreicht werden könnte, in dem Bereich nicht erreicht wird und man schon sehr früh sehr felsenfest erratisch die Dinge kommuniziert, glaube ich, erreichen wir die Leute, die gefährdet sind, nicht. Und zwar nicht nur die Armen, sondern auch irgendwelche Oberschichtsfreaks, die dann halt noch schlimmer zu therapieren sind als die Armen. Das war's.